Ja, wir organisieren heute einen Zuzug zur traditionellen Frauendemonstration hier vom Wallensteinplatz aus dem 20. Bezirk unter dem Motto Nein zu Gewalt gegen Frauen, Nein zu Rassismus. Die Idee ist eigentlich entstanden, einerseits, weil es im Anschluss an Köln ja lauter rechte Hetzer, die sonst nicht so mit den Frauenrechten haben, plötzlich darauf gekommen sind, dass sie angeblich für Frauenrechte sind und das halt versucht haben, über ihre rassistische Propaganda da zu verbreiten. Deswegen war es uns ganz wichtig, klarzumachen, kein Rassismus und wir kämpfen für Frauenrechte. Also es war uns sehr wichtig, eine Demonstration zu organisieren, bei der alle Menschen, die gegen Sexismus, gegen Frauenunterdrückung, gegen die Angriffe auf Frauenrechte kämpfen wollen, gemeinsam demonstrieren können, egal welches Geschlecht, egal welche sexuelle Orientierung sie haben. Deswegen heute ein Zuzug zur traditionellen Frauendemo, der heute das zweite Mal stattfindet und jedes Jahr größer werden wird. Dann trefft ihr euch mit der anderen Demo? Selbstverständlich. Wir gehen hier vom Wallensteinplatz, das ist am 20. Bezirk, einem der ärmsten Bezirke von Wien, das ist auch ganz absichtlich gewählt, gehen wir ein Stück durch den 20., dann durch den 2. Bezirk, gehen dann zum Praterstern, um uns dort mit der traditionellen Frauendemonstration auch zu treffen. Bei unserer Demonstration sind alle Menschen, die unsere Ideen und den Kampf gegen Frauenunterdrückung unterstützen, können teilnehmen. An der traditionellen Frauendemo können dann nur Frauen teilnehmen. Okay, und sagst du noch, wer wir sind? Wir, das sind die Sozialistische Linkspartei, mein Name ist Sonja Grusch und wir haben eingeladen zu dieser Demonstration und es werden von uns viele Leute da sein, aber es werden auch ganz viele andere aus anderen Organisationen und Unorganisierte sein, die mit uns gemeinsam demonstrieren. Okay. Mein Name ist Brigitte Kugler, ich bin Lehrerin an einer katholischen Privatschule und ich habe einfach in meinem ganzen Leben, also ich bin privilegierter aufgewachsen, nicht in Armut. Trotzdem habe ich in meiner ganzen Laufbahn von Männern bestenfalls ein abfälliges Lächeln bekommen, wenn ich meine Meinungen sagen wollte. Ich wurde auf der Straße, als ich noch jünger war, blöd angegangen, richtiggehend verfolgt, sobald ich einen Minirock anhatte. Und leider, ich habe mir gedacht, es wird immer besser mit den Frauenrechten und unser feministischer Kampf hat eine Wirkung. Aber in den letzten Jahren musste ich leider feststellen, dass es einen Rückschlag gibt. Und ich möchte mich auch nicht von der FPÖ schützen lassen. Also das ist eigentlich auch noch eine wichtige Sache für mich. Dankeschön. Arbeit, gleicher Lohn! Billigjobs, die sind ein Hohn! Gleiche Arbeit, gleicher Lohn!